Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golf Week 1. Ja, kleines Fauxpas ist mir geschehen. Ich habe Windows nur installiert und vergessen, die Parts hochzuladen. Yippie! Und weil ich so viel Lust auf diese scheiß Tempel-Scheiße habe, habe ich mir Unterstützung geholt. Dein Part. Hey. Hooray, ja. Der Kenny Project. Tempel! Ich liebe Tempel! Ja, jetzt gehen wir eine Runde beten. Uiuiui. So, wo war Licht auf der 7 richtig? Hast du mir nicht gesagt, finde ich nicht nett. Das war mein Text. Ja, es ist zu spät. So, jetzt saufen wir nochmal einen Trank der Supergeschnelligkeit. Supergeschnelligkeit, ne? Das ist ein neues Wort. Und verkloppt mein paar Viecher. Ja, ich glaube, wir waren hier irgendwo stehen geblieben. Jedenfalls sagt das mir das letzte Video. Und deswegen gehen wir jetzt hier rein. Yippie. Ich habe sowieso noch so weit im Voraus aufgenommen. Ich müsste das erst nächsten Monat aufnehmen. Aber hey, was man hat, hat man. So, holen wir schon mal die Armbrust. Auch wenn Pfeile bekanntermaßen gegen Skelette nichts bewirken. Aber ja. Komm zu Papa. Theoretisch eigentlich nicht, der Fall müsste durchfliegen. Oh, er hat mich geboxt. Wie unfair. Finde ich gar nicht nett. Ja, natürlich kommst du mit deiner Meute. Jetzt kommt das dritte. Eigentlich muss ich ja nur mehr von den Skelettkrieger in Acht nehmen, weil der ist der Stärkere von all denen. Ja, jetzt krepier doch einfach mal. Habe ich dir erlaubt, mich zu hauen? Vor allem, ich habe noch gesagt, Irgendwie. jetzt blocken die nicht mehr so oft, ne? Zu früh gefreut. Ja, ich Einen hab. Moment dachte ich, die Skelette bluten, aber das bist ja nicht du. Ja, ich hab meine Tage. Vor allem, der macht irgendwelche dummen Bewegungen, während ich seinen Kumpel erschlage. Macht natürlich auch Sinn. So. Auch nicht schlecht. Saufen wir erstmal ein. Ja, es ist nebenbei gesagt, die Version ohne Patch. Das heißt, der Typ kann klettern. Yay! Und springen. Guckt euch das mal an. Pass mal auf. Jetzt springe ich bestimmt gleich in die Ritze. Endlich wieder Das sieht Spaß. so Also, scheiße also falls ihr irgendwann mal Gothic einspielen wollt und das bei Steam habt, holt euch nicht diesen Patch. Ich bitte euch. Der einzige Vorteil, es reduziert etwas den Lag, aber das war es dann auch schon. Also, nee, ja, weiß ich nicht. Ja, diese Sprunganimation ist es wert, ihn nicht zu holen. Allein schon das. Und ich meine, du kannst klettern. Ich meine, du musst nicht cheaten. Du musst es nicht. Außer wenn du in Fenstermodus willst, weil er nimmt diese Einstellung sonst nicht an. Aber okay. Guck schon wieder, ich hau seinen Kumpel kaputt. Er haut erstmal mit seiner Sense irgendwie die Luft. Ja. Blöder Oder die Idiot. aufs Maul dann. Ah, ich hab doch letztens einen neuen Trick gelernt. Ne, doch nicht. Blocken. Nein, ich hatte sonst immer, wenn die geschlagen haben, dann habe ich abgeblockt und dann habe ich geschlagen. Gott sei Dank ist wenigstens eins immer noch gleich. Die KI ist genauso blöd. Weil ich meine, guck dir das da hinten mal an. Was macht das Skelett? Das ist schon wieder das Paradebeispiel für Intelligenz. Ah, egal, es Für künstliche Intelligenz. gibt mir wenigstens die Zeit, hier den Skelettmagier kaputt zu machen, damit er nicht noch mehr so eine Spießgesellen holt. So, schießen wir Sinnvolle mal. Erfahrung. Ja, das bringt leider nichts. Guck mal, die laufen auf dich zu. Ja, Oder die du laufen auf der spielst so Stelle. und Ich weiß nicht warum, machen keinen aber. Schaden durch deine Pfeile. Was zur Hölle? Naja, Pfeile. Außerdem sind Bolzen. Also der Kamerawinkel so beim Klettern ist ja auch genial. Einfach mal hoch in die Höhe. Na? Wo sollst du hin? Levitierende Skelette. Ich wüsste auch nicht, dass die schweben können. Nö, nö. Die können alles. Das sind Skelette. Kaputt. So, jetzt kommt gleich wieder der Rätselspaß. Oh Junge, stehe ich drauf. Ich soll erstmal Skelette beschwören, das können wir hier. Ich habe nur gesagt, einen der Gurus immer ausgeraubt und der hatte ein paar viel von diesen Magiedingern dabei. Ups. Ja. Einfach mal. Huch, warte, wo waren Ja. Skelette beschwören? Wo war Skelette beschwören? Wo war es? Da war es nicht. Bei S. Meinst du? Vielleicht? Nein, das kannst du hier nicht. Okay, warum ist dann erst freundlich gestimmt? Dann kommt Kontrolle und dann kommt Angst. Erklär es mir. Weiß ich nicht, das Alphabet in Gothic ist ein bisschen anders. So, auf der 9 ist es jetzt. Jetzt brauche ich erstmal meinen Heiltrank, weil ich habe Aua Aua. Guck mal, der leuchtet immer noch, ne? Ist Ja. kaputt. Lassen wir mal die Erde beben. Jetzt leuchtest du auch rot, das ist nicht viel besser. Jetzt habe ich aber Freunde. Das erste Rätsel Ja, ist ganz rote. lustig. Das habe ich mich erstmal ein bisschen gefragt. Was sollen die Scheiße? Man muss sich einfach diese hässlichen Farben hier merken. Toll. Tolles Rätsel. Orange, gelb und Jetzt bring mich nicht durcheinander. Rot, gelb, Orange, lila. gelb. Ach, rot, das Was soll weiß rot ich? Im darstellen. Internet steht auch orange. Schau mal, ich sag immer lila.
So, wo war denn das erste? Im Internet steht auch orange, aber ich sag immer lila. Rot Was meine ich. So, jetzt müssen wir nämlich hier rein. Guck. Es ist doch kein Wunder, wenn du zu orange-lila sagst. Oh nein. Orange-lila-gelb, 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 orange-gelb-lila. Kannst du dich nicht wenigstens darüber erschrecken, dass wir jetzt in einer Falle sind? Das ist total schrecklich. Oh, Falle. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man da rauskommt. Oh nein. Voll überraschend, ja. Eine Falle. Alter, wer macht denn schon wieder das Licht aus? Licht ist auf 7. Halleluja. Ich will hier raus. Werde Licht. Was macht der denn da? Was ist das denn für eine Bewegung? Er sollte eigentlich nur sein Schwert rausholen, aber na gut. Ein Schalter. Das sieht ein bisschen kacke aus. Ja, Schalter. Tja. Ach, das war Schulterzucken. Ja, Schalter ist mir doch egal. Hier ist noch eine Spruchrolle. Und ein Trank, den ich sowas von brauche bei meinen Millionen Trinken. Kabusch. Und guck an, noch ein Schalter. Hui. Da geht hier eine Tür auf. Und jetzt? Na, hast du den Code gemerkt? Rot, gelb, orange. Rot, orange, lila. So. Rot, orange, lila. Für mich sieht das rot aus, lila, keine orange, Ahnung. Orange, gelb. Ja, das ist rot, das ist mehr so Bronze. Das ist mir scheiße. Nein, lila, erst lila, erst lila. Nein, erst lila. Nein, erst gelb. Aua, wo kommst du denn her? Lila. Warum haut der mich denn? Welches der. Hä? Eins der Skelette ist jetzt. Ich glaube, eins habe ich draußen stehen lassen, bevor die Falle zuging, aber. Ist mir doch egal, gibt Erfahrungspunkte. Ja. So, war es wirklich orange? War es wirklich gelb? Nein, es war gelb. Trasch. Na egal, krieg ich halt einen Dämon, ne? Und gibt auch Erfahrungspunkte. Interessiert mich noch nicht. So. Na. Juhu. Vielleicht sterbe ich auch, das wäre natürlich auch lustig. Und lila. Los. Cutscene. Ja. Ja. Sesam, öffne dich. Yay. Yay. Der blutet immer noch dadurch, oder was das ist? Okay, lass los. Kommt man denn auch was? Kommt man denn auch raus, wenn man. Also die hintere Tür öffnet sich ja auch, wenn man die Schalter drückt. Also sonst kann man, wenn man den Code vergisst, ja gar nicht gucken. Ist ja nur Try and Error dann. Nein, oder? Nein, du hast das Video wurde eben nur abgespielt, weil ich den Code richtig eingegeben habe. Ja, aber du kommst doch raus, nö, nachdem du die Schalter gedrückt hast, damit du nochmal auf den Code gucken kannst. Falls du ja, ich weiß nicht, 12 Jahre alt bist und dir keine Farben merken kannst. Spiel das auf 16. Nein, aber nee, eigentlich bleibst du da so lange drin, soweit ich gelesen habe. Wenn du jetzt einen falschen Code eingibst, dann spawnen Dämonen, die dich dann eventuell umbringen, aber das war's dann noch schon. So, komm mal her. Mann, den habe ich direkt mal mit Pfeilen Schaden gemacht, beziehungsweise mit Bolzen. Bei Farben gibt es ja nicht viele Kombinationen, die man machen könnte. Oh ja, deswegen. Jetzt ist ein bisschen verwirrend, wer ist, aber ich hau einfach mal drauf. Ich meine auch, versteckt man nicht mehr. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, die ganze Inzuchtarmee kommt angeschissen. Tote Inzuchtarmee. Das Praktische an den Skelett, an der Skelettarmee ist ja, manchmal, wenn du angegriffen wirst, greifen sie den Typen dann an. Manchmal. Oder eher selten. Ist eher so eine moralische Unterstützung, ne? Ein bisschen auch die Zeit vertreiben, ein bisschen Spaß haben, jetzt stirb doch einfach, du nervst. Population 0 und das trotz vieler Skelette. Die sind ja nicht lebendig, ist das so. Das ist voll die emotionale Hintergrundstory. Du machst die voll kaputt. Das ist mir doch egal. Das waren alles mal Orks und so eine missgeburten Sklaven. Die haben halt diesen hässlichen Tempel errichtet für den Schläfer. Bloß der Penner-Schläfer hat sich, das war einer von mir, hups. Bloß der Schläfer hat sich dann als undankbar erwiesen und hat die alle verflucht. Zu Untoten da sein. Wieso blutet das Skelett? Ja. Also wieso blutet da? Ja, weil es mein Skelett ist. Ich wusste doch, dass die Blut. Was zur Hölle? Weil es mein Skelett ist. Ich hab doch gesagt, die Skelette bluten. Das ist mein Skelett, das darf bluten. Ja, was? Das ist doch nicht normal. Natürlich. So. Auch so natürlich, wie es ist, wenn du einen Skelettmagier triffst und der auf einmal explodiert. Ja. Warum bist du jetzt feindlich?
Egal, mach einfach platt, du kriegst Erfahrung dafür. Ja. So, jetzt gibt's hier noch mehr lustige, tolle Türen, die man öffnen kann. Als erstes gibt's ach, diese lustige noch mehr Tür. Tolle Blüten. Auch noch mehr blutende, tolle Skelette. Ja. Oh, und hier ist auch ganz schwierig zu öffnen. Ich wüsste jetzt echt nicht, wie es aufgeht. Ach ja, wie geht das nur auf? Ich glaube, du solltest mal die ersten drei Tomb Raider-Teile spielen. Ja, lieber nicht. Oh, da ist ein dicker, fetter Hebel. Ich weiß nicht, wie man das Tor öffnet. So, hier unten sind erstmal ein paar lustige Minecrawler. Tempel-Minecrawler sogar. Die sind was ganz Besonderes. Die stinken 10 Meilen gegen die... Hätte denn das nicht ausgemacht? Minecrawler im Tempel. Die haben Special Ability. Die Minecrawler in einem Tempel. Wow. So, wer hat das Licht das gemacht? Das ist so, das war so stumpf, der Spruch. Oh. Ja. Oh, passt schon. Stimmt, ja, wir können erstmal den Typen hier ausrauben. Weil der hat wieder Skelette beschwören, weil dabei will ich eigentlich schon lang. Sterbe ich hier gleich? Nee, stimmt, ist ja noch zu. Ist ja noch zu, habe ich ja hier ein Feuer schon. Na gut, dann gehen wir erstmal den offensichtlichen Schalter betätigen, bevor ich den wieder vergesse. Diese Sprunganimation. Das ist, als ob das so Superman-Flug starten möchte. Kabusch. Und sich dabei voll auf die Fresse packt und sich irgendwie abrollt. Du hast eben gesagt, wo kommst du denn her? Stimmt ja. Das sieht aber eher nach einem Ork aus. Ja, das ist einer der Tempelwächter, die hier mitgeholfen haben von den Orks, ne, und so. Das andere waren wohl Menschensklaven oder sowas, oder die waren einfach da, was weiß ich. So, das ist auch ganz lustig. Hier muss man nämlich Hieroglyphen lesen. Kannst du dir guck mal den linken Schalter, was da hinten an der Wand ist, und der rechte Schalter. Der linke hat einen schwarzen Punkt, rechter hat einen hellen Punkt. Oder verwechsel ich jetzt rechts mit links? Und welchen würdest du wählen? Ich sag mal nur den Müll an. Wenn ich nicht wählen würde. Ja, welchen von diesen lustigen Schaltern würdest du wählen? Links oder rechts? Wenn du dir diese Hieroglyphen anguckst. Irgendwelche Hinweise? Ich würde den linken nehmen. Bist du dir sicher? Wir probieren es mal aus. Ja, nicht. Linke sieht bedrohlich aus. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube, links war richtig. Ja? Wir werden es gleich sehen. Nö, war falsch. Toll. Ja, war falsch. Und wie löst man das? Indem man einfach den anderen nimmt, oder wie? Das habe ich jetzt erst. Toll. Gut, dann wissen wir, dass wir den bedrohlichen Schalter nehmen. Den dunklen. Jetzt mal Mana-Tränke saufen. Auch immer so behindert, du lädst den Spielstand einfach mal plupp, Licht aus, fick dich doch. Brauchst du eh nicht mehr. Dass die Decke runterkommt, habe ich aber erst recht gemerkt. Also. Ja, damit hätte ich damals gar nicht, also als ich das aufgenommen habe, auch nicht mit gerechnet, dass das Spiel sowas drauf hat, sozusagen. Da ist immer schon dieselbe passiert, oder? Ja, am Anfang schon, dann habe ich ein bisschen gelesen. Ach ja, den anderen. So, jetzt gehen da hinten die Dinger runter, das hört sich sehr rotisch an. Aber es gibt doch keinen Hinweis, welcher richtig sein könnte. Es ist einfach 50-50. Naja, es gibt die Hieroglyphen und daran könntest du raten, aber... Ich hab wirklich einen Hinweis. Ja, 50-50, scheiß drauf. Speicherst du, machst du einen, deswegen. Verreckst du und machst dann den anderen. Deswegen habe ich hier oft gespeichert. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Weißt du, diese 2 Sekunden Ladezeit, die stören ja keinen. Hier ist ein sonderbarer Stein. Plupp. Drücken wir ihn mal. Geht doch nicht. Da muss etwas reingesteckt werden. So, schade, dass du jetzt nicht den Zaun mithörst, aber ich drück schon mal eins. Das ist nämlich einer der untoten Schamanen-Typen-Viecher. Leck mich doch. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Capsack. Bereite dich auf das Ende vor. Ja, ich würde gerade sagen, frag dich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Wurmzerfressener Fleischklops. Ja, das wollte mir gerade eben... Das ist mir beim ersten Mal auch passiert. Das fand ich so richtig hurensohnmäßig. Da hat er, während ich den Typen angegriffen hat, in einem Video hat er mir gezeigt, dass die Tür hinter mir zugeht. Und dieser Wichser hat mich getötet. Weil ich mich nicht wehren konnte. 8000 Erfahrung, was? Ja, weil das so ein untoter Typen ist. Jetzt habe ich den Weltenspalter dafür bekommen und krachnatack. Krachnatack kann ich mir in den Arsch stecken, aber den Weltenspalter brauche ich. Wieso fresse ich einen Mana-Trank? Oh Mann. Weltenspalten, ja. Yay. Das ist einfach so ein altes Ritualschwert, was ich dann in den sonderbaren Stein reinstecken muss. Das musste mir auch erstmal sagen. Erstmal beim ersten Mal hier. Wie komme ich hier raus? Mhm. Ja, am Anfang ist ein sonderbarer Stein. Ja, dankeschön.
So, hier liegt eine Spruchrolle. Ich glaube, Untote vernichten. Das brauche ich später noch. Aber jetzt erstmal nicht. So. Ich hätte mehr so damit gerechnet, dass hier, ja, irgendwas ausgelöst wird oder so. Ne, siehst du einfach nur. So, jetzt haben wir schon mal ein. Das heißt für dich, ich brauche nur noch drei dieser sonderbaren Schwerter. Daran solltest du mich erinnern, bevor ich wieder da was machen. Schwerter sind. Ja. Von untoten Zombie-Transvestiten. Wie es Colt Miller sagen würde. So, jetzt haben wir eine kleine Klettereinlage und ich glaube, ohne Patch können wir hier schon hochklettern. Nee, okay, auch nicht, gut. Aber oder gegenschwenken. Oder auch nicht. Ach komm schon, enttäusch mich nicht. Genau, er kann klettern, ich freue mich so. Das ist jetzt mit Akrobatik ein bisschen dumm, aber es funktioniert manchmal. Oder auch nicht. Vielleicht hatte diese Begrenzung, dass du 10.000 Kilometer nicht weit springen kannst, doch irgendwie einen Sinn. Ganz entfernt. Ja, fast. Ja, ich glaube auch, dass es so langsam einen Sinn hatte. Ach Mann, komm, da warst du doch eben schon drauf. Alter, diese Geräusche, was macht hier Geräusche? Ja, vor allem Geräusche, ich höre ja auch so. Ja, deswegen ja, was macht hier Geräusche? Ach komm, fick dich doch. Ja, es geht auch nicht, scheiße. Mann, bisschen weit. Oh Mann. Nein, nicht so weit. Ja, 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 ja. Überlistet. Oh, Cheater. Überlistet. Überlistet. Hallo. Ja, fall nicht runter, sonst bin ich wieder gleich am Lachen. So, du. Die sind immer so ein bisschen geistig behindert, also die kommen irgendwie nicht sofort angeschissen, wenn sie dich sehen, aber. Wenn sie da mal angeschissen kommen. Oder sie schweben in der Luft. Das ist besser. Und tschüss. So, das war's mit euch. Ich speichere nochmal, weil ich speichergeil bin. Nicht, dass es abschließt und wieder hochschleppst. So. Ist das ein Eis? Bestimmt. Eis am Stiel. Es sah erst aus wie ein Eis. Beim ersten Durchlauf dachte ich mir, diese beschissene Steintafel hat doch sicherlich irgendwie einen Nutzen. Und das werden wir später auch noch sehen. So, jetzt mal erstmal hier die Tür auf. Ja. Kabusch. Doch, total unwichtig aus, ja. Ne? Na, geh doch zu. Muss mich erst wieder überraschen lassen. Oh nein, was ist jetzt passiert? Ja, jetzt kommt wieder Mr. Captain Caps Lock. Ja, ist ja so. Mit seiner hässlichen Sterblicher. Deine Reise endet bei mir. Weiß nicht, ja. Der? Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, oh. Verfaultes Madenparadies. Was sind das ja immer so aggressiv? Ja, das sind Untote, da muss man doch nicht nett sein. Ach du mit deinen kleinen Blitz. Ja, aber der redet so nett, weißt du, so nett mit Capslock, als ob er ihn anschreien würde und der dann so magenzerfressene. Ja, er kann sich halt beherrschen, ne? Guck mal, hier dachte ich auch am Anfang, wäre ich mal nicht raufgegangen. Ich gehe, glaube ich, gleich wieder zurück. Entweder sprechen die zu schnell oder ich lese zu langsam. Ich glaube beides. Guck mal, man tritt gar nicht auf diesen Stein und er wird trotzdem ausgelöst. Das ist lustig. So, jetzt gibt's hier. Da ist wieder die Eiswaffel. Ja. Kabusch. Licht ist auf 7. Ja, habe ich schon festgestellt. So, jetzt kommt das. Der Stein muss doch zu irgendwas Bedeutung haben. Blub. Na. Von nun an ging's bergab. Es war ein Fall nach oben. Yay. Und tot. Hier finde ich Zornstahl. Und ganz lustige Mumien, die zwar keine Überschrift haben, aber die ich trotzdem benutzen kann. Die haben dann sowas Lustiges dabei wie Elixier der Geschicklichkeit oder andere tolle Sachen. Darauf musst du erstmal kommen, dass du die benutzen kannst, weißt du? Weil da ist ja kein irgendwie Mumie oder so. Sind die Sklaven? Nein, das sind Mumien. Das sind mumifizierte Mumien. Sieht aber aus wie Sklaven, die sich einfach nur daneben gesetzt haben. Das sieht aus, wie weiß ich nicht was aus einem schlechten Horrorfilm. Oh Mann, ey, vor allem, wie lange müssen die da schon rumgammeln, ey? Egal. So, jetzt saufen wir erstmal hier diesen tollen Geschicklichkeitstrank, den ich bekommen habe. Habe ich schließlich ehrlich verdient. Geschick plus 8. Ja, und maximale Lebensenergie. Und maximales Mana, was ich auch überhaupt nicht irgendwie brauche, weil irgendwie, ne, weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Magier-Fuzzi, bin aber trotzdem Magier. Einhändig hast du bestimmt schon erfunden. Natürlich, muss ich ja.
Bevor ich. Nett auf Trick. Bevor ich. Das war ein extrem dreckiger Witz und du gehst einfach darauf ein, dass du einen nicht wirklich auf 100 hast. Was zur Hölle? Du Arsch. Deswegen ja ein netter Trick. So, wie kommt man jetzt hier raus? Ja, ist so. Das ist so ein. Ne, das ist irgendwas Schwebendes. Nochmal gegenschießen wäre zu einfach. Muss die Eiswaffe. Gott, ich wusste es mal, jetzt habe ich es vergessen, wie peinlich. Nochmal gegenschießen. Bist gegenschießen? Nein, das wäre zu einfach. Könnte ja jeder machen. Oh, verdammt, Mann, ich wusste das mal. Wie ging denn das? Auf den Stein schießen. Meinst du? Er gibt doch voll der Sinn. Voll den Nö, Sinn. Nö, der visiert den gar nicht an. Nö, der visiert aber die Dinger an der Seite an, glaube ich. Scheiße, wie kommt man denn mal hier raus? Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Was ist das da für ein schwebendes Viereck? Was? Das ist eine Rune von dem Typen. Die habe ich mitgenommen, aber irgendwie hatte ich es trotzdem noch. Oh Mann, ich wusste doch mal. Mann, ist das peinlich. Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Ja, glitscht halt einfach um hier im Wohnraum. Ist in Ordnung. Okay, jetzt wird's doof. War da unten vielleicht ein Schalter? Gleich nochmal gucken. Ja. Siehst du, gegenschießen bringt nichts. Oh, ich bin so blöd. Schalter, 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 Schalter. Irgendwas Unsichtbares, was ich berühren kann? Nein. Oh, ist das doof. Ich tue so auf Mr. Überraschung, wie kommt man denn jetzt hier nur rein oder so, und dann vergesse ich es auch noch. Vielleicht rechts auf diese Dinger, da sind ja diese Dinger oben. Kann man da nicht aufschließen? Stimmt nicht. Nee, die visiert ja nicht an. Das Einzige, was so anvisiert ist, Kacke. Diesen Kanackenstein, aber. Ist da bestimmt irgendwo ein Schalter. Ach, Mann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das Feuer ist übrigens auch gut animiert. So eine Kristallkugel. Ja. Top-notch Banter. Das sind drei englische Wörter. Von denen ich gerade überweist, dass was nur eins bedeutet. Toll. Ich passe gerade gar nicht auf, was du sagst, weil ich über den Schalter suche. Ja, das ist mir. Ich habe gerade schon den Hauch von Freude gesehen, weil da was stimmt. Und dann so, Bob. Doch nur die Rune. Weil dieses dämliche, dieser sonderbare Stein, der ist ja da hinten. Oh Mann, wie kommen wir denn hier rum? Soll ich den zum Leben erwecken und. Ach, guck mal. Da! Ist hier vielleicht noch ein zweiter, den man anschießen muss? Der wechselt den Stein aber auch nicht. Also egal, was ich drücke, der wechselt den Stein nicht. Muss ich ihn vielleicht drücken? Nein. Soll ich hochklettern? Das geht nicht. Ja, glitscht dich fest. Scheiße. Wenigstens kannst du so Schuhe schwingen. Hier muss es doch irgendwas geben. Muss ich den Typen anschießen? Nö. Weil dieses leuchtende Grün, das regt mich auch schon wieder auf. Siehst du es? Es leuchtet zu grün. Wow, das ist wahrscheinlich das einzigst gut animierte Teil in diesem Raum. Und damit meine ich auch nicht deinen Charakter. Sondern dieses grüne Teil. Ach, natürlich. Du musst es rausnehmen. Natürlich, ich muss mal aufdrücken. Mein Gott, ist das peinlich. Hauptsache stundenlang hier rumrätseln, wenn man hier rauskommt, Alter, ohne Witz. Und dann regt dich so ein kleines grünes Teil auf und das kleine grüne Teil fällt raus. Wunderbar. Schnell raus hier. So, ich weiche ab und ich mache erstmal einen Cut. Wir sind bei 24 Minuten und wir sehen uns im nächsten Part von Gothic 1 wieder. Bis dahin, tschüss.